bin immer noch hier am nicht viel machen. Also ich habe mich entschlossen, nicht zum Basar zu gehen, weil mein Bein mir wirklich wehtut. Das ist auch alles dick geworden, ne? Wie man seht ihr vielleicht gar nicht hier. Das ist richtig dick. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Scheiße, hoffentlich hat sich da nicht irgendwas entzündet, eine Ader oder so. Also das sieht nicht gesund aus. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe lieber nicht. Nachher verschlimmert sich das, weil ich bin ja jetzt lange nicht gegangen und so lange so den Berg hoch und runter. Ich glaube, es tut dem Bein nicht gut. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Dann hole ich die Wurzeln beim Gemüsehermann. Das ist ja auch nicht so schlimm. Genau, die Hunde habe ich wieder gefüttert. Es ist ja wieder 5 Uhr inzwischen. Wird auch gleich dunkel. Und das Wetter ist auch so ein bisschen kühler geworden wieder. Ja, und ansonsten habe ich die ganze Zeit mit meiner Familie gesprochen, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, mit Jimmy und so und mit meiner Schwiegertochter. Da sind auch jetzt so mal 1,5 Stunden ins Land gegangen. Jetzt werde ich oben das Zimmer wischen, aufräumen, Bett beziehen. Die Hunde zoffen sich wieder in dem Ding, ne? Wollt ihr mal gucken? Aber es ist ja auch nachts ein Hundegeheul. Oh mein Gott, es haben heute Nacht bei dem Sturm Welpen geweint, aber richtig laut. Ich bin, wie gesagt, wir sind mehrfach hierher und haben geguckt, ob das unsere sind. Sind sie aber nicht. Waren sie nicht, das waren andere Welpen. Die Bälle haben sie jetzt ganz auseinandergenommen. Da ist nicht mehr viel von übrig. Und dann, in Deutschland haben wir ja so einen ganzen Sack mit Tennisbällen. Die soll mein Mann mal mitbringen. Oh ja. Hallo, ihr beiden. Zofft ihr euch wieder? Ja? Ja. Die graben da in den Resten von dem Stroh. Muss man wieder ein neues reinmachen. Mache ich morgen. Habe ich auch wieder aufgehängt. Die zweite Maschine mit der Wäsche. Aber den Rest werde ich morgen waschen. Hui, da ist meine graue Katze da hinten. Guck mal. Da geht sie jetzt den Berg hoch. Ich bin, wo mit den Jungen ist, ne? Keine Ahnung. Was hat sie damit gemacht? Ich weiß es nicht. Die müssen ja auch schon richtig groß sein jetzt inzwischen. Weg ist sie. Die Bananenmänner sind da wieder alle. Wir haben vorgestern oder vorvorgestern haben wir mit den Autoreparaturleuten gesprochen. Die kennen sich natürlich, mein Mann und die das da eröffnen, weil denen gehört ja auch das Haus hier. Also denen die Garage hier eröffnet haben, gehört ja auch das Haus. Und ja, genau. Die haben sich unterhalten und auch gefreut, dass sie meinen Mann mal wieder gesehen haben. Genau, jetzt werde ich, wie gesagt, einmal oben sauber machen und das Bett beziehen. Aber mit einer anderen Bettwäsche, weil die wird auf gar keinen Fall trocken. Ich kann froh sein, wenn es nicht nochmal regnet. Gleich werde das alles reinholen. Ach so, ja, hier haben wir heute Morgen Besuch wieder von unseren Kameramännern gehabt. Die haben mir jetzt den alten Fernseher repariert. Der war ja so ein bisschen, ne, da hatte ja so einen Schaden, da war ein Kabel kaputt im Fernseher. Das haben sie ausgetauscht, das geht da wieder. Also man könnte den auch als Fernseher benutzen, aber ich benutze den für meine Kameras. Und ja, Wäsche ist wie gesagt da unten am Trocknen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einmal oben putzen. So, jetzt machen wir mal sauber. Meine ganzen Teppiche als allererstes weg. Ich habe vorhin noch gebügelt. Das liegt da alles noch. Decke werde ich waschen. Die liegt ja nun auch schon wieder 2 Monate ungewaschen. Ich glaube, 2 Monate habe ich die nicht gewaschen oder 1,5 Monate, ich weiß nicht. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber nicht heute. So. Dann. Hier liegen wieder die ganzen Dingssachen hier, die ganzen Kissen und so. Aber ich lasse das erstmal drin heute. Mal gucken, ob mir das was ausmacht oder nicht.
wegen meiner Allergie, ne? Aber da warte ich erst noch mal ab. Hier. Taschentücher. Hatte gerade wieder Hustenanfälle, als ich mit den Kindern telefoniert habe. Deswegen musste ich einmal Kaugummi in den Mund nehmen. So, das kann jetzt hier eigentlich wieder weg, weil das sind alle Staubfänger. Das werde ich mal. Die habe ich aber gewaschen. Die hat in meine neue Waschmaschine gepasst, die Decke. Richtig cool. So. Aber ich glaube, ich werde die erstmal nicht benutzen. Aber ich tue die mal hier hin. Obwohl, ich kann die eigentlich mal ins Badezimmer machen, ne? Ja, das wird hier alles viel zu voll. Mann. Mal will ich das aber nicht, dann stoppt das wieder ein. Hier mache ich auch mal auf. Ich muss auch wieder Fenster putzen. Das sehe ich gerade. Mal hier rein schon. So. Ich werde mein Bett umstellen. Und zwar es steht ja, guck mal wieder richtig. So, es steht ja hier, weil ich im Sommer immer Durchzug haben wollte. Aber das braucht man natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu kalt, um die Fenster auf Durchzug zu machen. Deswegen werde ich das Bett wieder hier hinstellen. Da stand es ursprünglich auch. Aber ja, mal gucken. Also ich denke mal, ich werde das Bett wieder hin machen. Und dann mal gucken, welche Fenster ich nachts auflasse. Vielleicht lasse ich das auch und nur noch das hintere. Und die beiden mache ich vielleicht zu. Mal gucken, je nachdem, wie viel frische Luft ich brauche. Oder ich mache nur eins auf. Mal gucken. Schauen wir mal. Wir werden jetzt erstmal sauber machen. So. Am besten bleibt ihr, glaube ich, hier jetzt erstmal. So. Nicht umfallen, bitte. Irgendwie ist das richtig wackelig mit diesem schweren Handy. Ich habe auch keine Ahnung. Hinzu. Die Sonne geht gleich unter. Mal gucken, wie schön das wieder aussieht. Ja, ich habe extra so ein Ding hier oben gemacht, damit man meinen Hinterteil nicht so sieht. Weil das muss ja nicht sein. Zeige ich euch mal. Guckt mal. Schön, ne? Es sieht richtig winterlich aus, wirklich. Das Meer und die Bucht. Ja, Wetter ist nicht so dolle heute, leider. Morgen soll es aber wieder schön werden. Vielleicht kriege ich dann meine Bettwäsche trocken. Mal gucken. Inshallah. Da sind die Bananenmänner. Gestern wollte er uns auch wieder so eine richtig dicke Bananenstaude schenken, aber wir haben gesagt, später. Mal gucken, ich habe noch ganz viele eingefroren und so viel Bananen esse ich ja dann gar nicht. Also, dass ich Bananen... Guck mal, da hinten ist meine kleine Katze, die Babykatze. Im Garten von... Ich kann eigentlich mal aufbleiben. So. Im Garten von unserem Gärtner. Im Garten von unserem Gärtner, das ist auch gut. So, weil ich wieder hoch. So. Das ist so echt wackelig, ne? Als würde das Ding gleich umkippen hier. So, also richtig zufrieden bin ich mit diesem Gimbal nicht, ne? Keine Ahnung. So. Kissen auch mal weg. Teppiche werde ich auch gleich einmal ausschütteln.
schlimm. Das ist richtig dick geworden, sehr eigenartig, wirklich eigenartig. Es fühlt sich an, als sei das entzündet. Innen drin. Als mein Mann die Fenster gemacht hatte, aber die Betten standen da ja nicht. Ich habe die jetzt nicht so richtig weggeschoben letztes Mal. Ja, hier ist eine riesige tote Fliege. Ich kann auch mal ein bisschen werden. Mal gucken, wie das mit meiner Allergie heute hier oben wird. Schauen wir mal. So. Das Fenster wollte ich auch nochmal wischen. Aber richtig wischen tue ich sie dann erst ein andermal. Habe ich jetzt keine Lust zu. Das Fenster lasse ich zu, glaube ich. Dann kann das auch eigentlich mit der Gardine nachher. Naja, egal. Lass mal das Bett umstellen. Gut, dass das Ding Rollen hat, ne? Habe ich schon so oft gesagt, das hat wirklich Rollen drunter. Auf der Kopfseite. Gleich dunkel, dauert nicht mehr lange. Bisschen weiter dahin. So. Nicht umkippen. Hier.
Gardinen werde ich morgen noch mal waschen. Nehme die alle noch mal ab morgen. Aber heute nicht, ist schon zu spät. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu. Vielleicht nehme ich sie noch gleich ab. Mal gucken, aber wahrscheinlich erst morgen. So. Gut. Mein Akku ist gleich alle. Das ist ja nicht so gut. Ich muss kurz an den Akku gleich. Aber ich glaube, es geht noch. Eigentlich kann ich noch weiter an die Wand ran. Das ist schon sehr weit weg jetzt hier. Da können wir eigentlich ran. So. Und zwackelt das Bett nachts so. Wenn ich mal umdreht. So ist, glaube ich, gut. Könnte das dann hier auch. Ah, das geht nicht zu. Ah, okay. So. Ja, dann ist das schon mal zu. Gleich noch beziehen und den Nachttisch, wo ihr steht, der muss da auch noch hin. Und dann werde ich die Gardinen waschen, das mache ich morgen, inshallah. Fenster kann wieder auf. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, weil ich glaube, ich lasse das Fenster auf nachts. Ich kann das hier gut durchlüften, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Ich könnte ja auch noch ein bisschen weiter hier ran. Aber das mache ich auch. So, ich glaube, das ist gut. Ja. Gut, das auf die andere Seite. Und dann euren Nachttisch dahin, aber das mache ich mal gleich. So. So. Und dann kann es ja noch aufbleiben. Das Problem ist, dass ich hier mal schön gebetet habe. Und mir der Platz jetzt zu eng ist. Hier. Oh, ihr seht ja nichts. Also ich muss nochmal wieder so ein bisschen dahin zurück, leider. Und sonst ist das zu eng zum Beten. Kann ich das lieber aufmachen, vielleicht das Fenster nachts. Dann habe ich das besser. Auch gehen, aber stoße ich mir nachher den Kopf, ne? Muss ich mir noch mal überlegen. Erstmal lasse ich sie auf, dann kann ich nämlich die Gebetsteppiche wieder hier hin tun. Das wäre ganz gut. Licht habe ich hier nicht. Ich brauche eine Verlängerungsschnur. Kein Problem, hole ich von unten.
Aber mit den Kabeln hier, das ist echt ein Problem, ne? Hier gibt es kaum Kabel. Nur das eine hier an der Wand, alle anderen Kabel existieren nicht. Nur das eine habe ich hier. Das sieht auch kacke aus, ne? Irgendwie ist die Gardine zu schmal genäht. Naja. Mal gucken. Da hole ich mir dann Verlängerungskabel hin und dann kann ich das auch da reinstecken. Jetzt werde ich erstmal den Nachttisch dahin schieben. Und ich glaube, dann haben wir wieder